Aber vielleicht wundern Sie sich, liebe Zuschauer, dass mal von links nach rechts und mal von rechts nach links gestartet wird. Das ist dem Wind zu schulden, in dem Fall dem nicht vorhandenen Wind. Normalerweise starten und landen die Flugzeuge immer gegen den Wind. In dem Fall, dass wir fast Windstille haben, ist es ein Signal. Zwei Turboprops, zweimal 723 PS. Sehr manövrierfähig. Astlok, Baujahr. Astlok war 1965, gutes Baujahr übrigens. Sidewinder und für weitere Maschinenkanonen Kaliber 20. Und umgelenkte Raketen konnten ebenfalls verschossen werden. Ja, und die Maschine ist mit einer verglasten Rumpfabschlusspartie versehen, sodass man auch einen freien Blick auf den charakteristischen Doppelrumpf. So wirklich tatsächlich eins der ersten Modelle, das ich als Kind zusammengebaut habe, interessanterweise. Hat mir irgendwie gefallen schon damals. Display-Line von der Abstandsdefinition zu schauen.
maximales Abfluggewicht von 6600 Kilogramm. Erreicht eine Flughöhe von 7500 Metern, also ungefähr 25.000 Fuß. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 450 Stundenkilometer. Das war, wie gesagt, eines der Ausschreibungen.